So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battle Chasers Night War. Wir sterben uns hier gerade so ein bisschen durch. Oh, da haben wir wen entdeckt. Einen Lieselot Blinkler. So. Den haben wir direkt betäubt, das ist super. Na komm, dann gehen wir einfach direkt richtig auf die Mappe. Oh, gekrittet, sehr schön. Das Spottern auch gar nicht nötig, da kann man auch einfach sagen, wir hauen einfach richtig schön feste drauf, bevor er überhaupt dazu kommt, was zu machen. Die macht einen Schaden, Monika, das ist der Hammer. Boah, da sind wir einfach an einem unsichtbaren Gegner vorbeigerannt. So, Grubeneisenerz. Ein Feuerstein. Ja gut, Feuerstein brauchen wir mit der Asche des Feuerfürsten jetzt, glaube ich, eher weniger. Und weiter scheint es hier erstmal nichts zu geben. Hm. Aber hier waren wir noch nicht. Nadelmoos, Schattenkappe und so weiter. Wir machen weiter. Fackeln an. Hey. Okay. Gut, er ist alleine. Aber schon wieder so ein Alpha-Fährtenleser. Ist ja widerwärtig. So. Ja, du darfst gerne markieren. Interessiert uns alles nicht. Dafür kriegst du jetzt den hier ab. So ein über die Runden stärker werdendes Gift sollte für den ausreichen. So, eine flinke Reinigung hier. Ein kleiner Chimärenstachel. Vielleicht betäubt es ja sogar. Oh, ne, zündet an. Ist auch okay. Du hier benutzt einmal Schutz auf dich selbst. Und du haust... Lauffeuer raus. Du hier hingegen kannst... Ach... Sollen wir eine Verstohlenheit und anschließend einen Überfall machen? Lohnt sich eigentlich nicht. Komm, vielleicht betäuben wir ihn. Ah ne, wir zünden ihn nochmal an. So, du hast auf jeden Fall genug, um dir jetzt einmal Aramus Mantel drauf zu hauen. Aber diese Alpha-Fährtenleser sind halt wirklich, wirklich übel. Oh, wir könnten ihm nochmal das Gift draufpacken. Nee, lassen wir mal. Okay, ist markiert, ist ja klar. Lohnt sich die Superkraft für eine Person eigentlich nicht? Da dann lieber eine heilende Berührung, so. Aber das hier könnte sich halt lohnen. Solange nämlich ein Schild besteht, wird jeder Angriff die heilen. Oh, schon tot. Na gut, dann habe ich den Schild ein bisschen verschwendet. Ich habe gedacht, dass es nicht so viel Schaden wird. Aber Level Up, das ist sehr schön. Einige neue Vorteile freigeschaltet. Ja, das ist... nicht schlecht. Dann schauen wir doch mal, was das für Sachen sind. Vorteile. Gabe der Natur 2. Jede Aktivierung von Gabe der Natur hat 7 Lebenskraft mehr. Stärke aller Heilungen um 18,6% steigern. Wir haben 3 Meisterschaftspunkte. Wir brauchen also noch 9 heilende Berührung. Ah.
Ah, nee, dafür lohnt sich's dann auch nicht, glaube ich. Wobei. Das können wir eigentlich rausnehmen. Aber dann haben wir auch nur 7 Punkte. Und die präventive Heilung ist schon ziemlich gut. Die Genesung auch. Dann nehmen wir die flinke Reinigung raus. Komm. Ah, und Heilkraft verstärken. So. Gully. Defensiver Beginn. Beginnt mit einem Schild, der Schaden absorbiert. Her damit. Hier höhere Ausdauer. 18,6% mehr Ausdauer. Wow. Das muss ich eigentlich beides haben. Aber ich würde sagen, am ehesten den defensiven Beginn. So. Huh. Monika hat 2 Punkte. Ja gut, dann kann ich eigentlich die Athletik geben. Zack. Bisschen Ausdauer, schadet auch nicht. Kann man ja später wieder austauschen. Und da haben wir einen Feuerbombenwerfer. Lästig, lästig. So, Bretto, du beginnst mit dem anregenden Nebel. Der Rest, haut drauf. Mehr lohnt sich nicht, weil der sowieso immer nur Feuerbomben wirft. Und da kann ich dann sowieso eher sagen, hey, da werden wir eine Reinigungsbombe gegenwerfen. So, du benutzt eine reinigende Bombe. Du hier Haushalt zu. Eigentlich könnten wir auch Mana-Fähigkeiten einsetzen. Naja. Wirkt letztes Aufbäumen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es klingt nicht so, als würde es mir gefallen. Oh, betäubt. Dann vergessen wir das mit dem letzten Aufbäumen. Vor allem hiernach vergessen wir das mit dem letzten Aufbäumen. Einmal das Maschinengewehr ausgepackt. Das ist doch... Das sieht man doch gerne. So. Oh, da ist eine Kiste. Tja, zu schnell. Obsidianflasche, Grubeneisenerz. Jo. Wozu auch immer man eine Obsidianflasche braucht, wahrscheinlich für einige Tränke. Jo, wozu aus Obsidian? Okay. Wie kriegen wir einen einzelnen höheren Erdelementar? Das heißt, jeder 6. Treffer betäubt den. Dann machen wir doch so. Dass wir den möglichst oft mit Sachen treffen. Komm. Zum Beispiel Lauffeuer. Wie, der ist nicht betäubt. Okay. Da hatte ich jetzt fest mit gerechnet, aber gut, dann. Das wird jetzt ein bisschen wehtun. Aber für sowas haben wir ihn hier. Und den Rest hauen wir jetzt so platt. Komm. Das war ein höherer Erdelementar. Und da oben ist so ein verdammter Berserker, bei dem wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu viel... Also dass wir mit möglichst wenig Attacken den umbringen.
Aber erstmal haben wir hier Minenbetriebsberichte. Lage, also 2 von 4, Lage schwankend. Die Fasern dieser alten Schriftrolle sind mit einer sonderbaren, öligen, konservierenden Substanz durchtränkt. Wöchentlicher Bericht, Marshall Cloak. Lage normal, Minenbetrieb auf mäßigem Stand, Arbeitsmoral ist schwankend, aber insgesamt stabil. Bedrohungen durch hiesiges Tierleben und heimische Minenkreaturen nehmen zu. Je tiefer wir graben, die Truppen schlagen sie in dem Maß zurück, wie sie auftauchen. Entdeckung neuer Mana-Knoten nimmt jedoch zu. Bergung von Artefakten keine. So, mein Freund, das heißt, dich wollen wir mit möglichst wenigen Treffern möglichst übel zurichten. Das heißt, da ist Meucheln dann tatsächlich eine super Idee. Und Überfall vor allem. Du benutzt tatsächlich den anregenden Nebel. So, der erhöht seine Angriffsstärke. Also wird verspottet. So, unsichtbar. Du hier kannst... Hast du irgendwas, was Schilde macht? Nee. Gers Faust. Mach im Zweifel einfach einen Bauchtreffer, weil damit wird er ja anfälliger gegen physischen Schaden. Und du hier benutzt Schutz auf dich selbst. So. Du benutzt jetzt den Überfall. Ah, verfehlt. Und du benutzt... Eigentlich kannst du eine heilende Welle auf dich selbst machen. Und das tat weh, nicht wahr? Du benutzt mal einen... Ja komm, Deckungsschwung. Okay, dann wird der Deckungsschwung jetzt wohl Monika schützen. Verabschiedungsstreich, so. Oh, der lebt gerade so noch. Was aber gar nicht so schlimm war. Dauert nicht mehr lange, dann hat auch die Moni wieder ein Level up. Das ist sehr schön. Hier stürzen mir viel zu viele Sachen vom Himmel. Oder von der Decke, besser gesagt. So, Fellfetzen, solide Knochen. Dicke Lederweste, grubeneiserne Kette der Macht. Also Bonusschaden. Erstmal, dieses Ding hat physische Abwehr, Magieabwehr, Bonusschaden und so weiter. Und das Ding hier hat ordentlich Bonusschaden und Ausdauer. Dafür keine Eile, kein Ausweichen. Wobei Ausweichen hat das Ding auch nur durch die Falke-Verzauberung. Dann gehen wir jetzt mal kurz zurück und verzaubern das Teil. Und dann hat sich das sowieso erledigt. Das Ding war hier. So, dann einmal kurz Monikas neue Rüstung verzaubern. Mit... Nicht Festung, Falke. Wie man sieht, wir kriegen halt auch unfassbar viel von diesem Zeug die ganze Zeit. So. Und damit sollten wir jetzt gut gerüstet sein für den Kampf. Aber Monika ist wirklich halt die, die bei uns mit Abstand bisher den meisten Schaden im Team macht. Ja gut, wir haben ansonsten einen Heiler und einen Tank, aber trotzdem. Okay, komm du mal her, Freundchen. Labiler Bombenwerfer.
Komm, dem geben wir jetzt aufs Maul. Ah, vergiftet ist ganz nett. So, er bereitet letztes Aufbäumen vor, was auch immer das ganz genau macht. Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Ich mach einfach mal ein Lauffeuer. Du kommst leider nicht vor ihm dran. Naja. Unterkühlt. Hm. Mit dem Abwehrschlag, was sehr schnell ist, kommst du auch nicht vorher dran. Dann hau einfach meine Abwehrhaltung raus. Einfach nur, um zu gucken, was jetzt passiert. Er zündet sich selbst an und... Ernsthaft? Das ist das letzte Aufbäumen? Okay, hier geht's weiter. Da wollen wir aber noch gar nicht lang. Hier geht's nämlich auch noch lang. Minenbetriebsberichte. 3 von 4. Lage kompromittiert. Die Fasern dieser alten Schriftrolle sind mit einer sonderbaren, öligen, konservierenden Substanz durchtränkt. Wöchentlicher Bericht. Marshall Cloak. Lage kompromittiert. Minenbetrieb auf mäßigem Stand, aber in Gefahr. Arbeitsmoral inakzeptabel. Gefechtsbemerkung. Kürzlich gab es einen Angriff durch einen Stamm weißpelziger Lycelots aus dem Norden. Der Angriff fiel mit der Entdeckung eines Artefakts unbekannter Herkunft zusammen. Er konnte abgewehrt werden, doch nicht ohne Verluste. Schickt bitte Ersatztruppen. Entdeckung neuer Mana-Knoten abrupt beendet. Fels ist ausgetrocknet. Bergung von Artefakten 1. Herkunft unbekannt. Marshall Cloak. Das große Buch des unbedeutenden Wissens. Was ist das denn jetzt? Gibt dem ausgewählten Helden einen Vorteilspunkt. Moment, mir fällt jetzt gerade auf, wir haben hier ein paar Sachen, die wir bisher gar nicht groß betrachtet haben. Ach, Diplomatie, ja. Ach ja, und das haben wir uns gar nicht angesehen. Das ist doch was für Monika, so wie das gerade aussieht, die grubeneiserne Kette der Macht. Ja, kann man machen. Und jetzt müssen wir uns überlegen. Vorteile. Wem geben wir jetzt das? Ach komm, im Zweifel Gully. Wenn der Tank mehr aushält, kann das nicht schaden. Vorteile, Beschützer. Stärkere Rüstung. So. Und dann gibt es nur noch einen Weg weiter. Der nicht hier lang geht. Ich bin ein Vollidiot. Das hätte ich mir aber auch denken können. Ach ja. Mal schauen, was uns hier noch so alles erwartet. So, irgendwann müssen wir doch auch mal alle Fackeln angezündet haben. Oh, es gibt wieder einen Lift. Dieser Fahrstuhl ist nicht vertrauenserweckend. Ich erinnere mich, schon von diesem Ort gehört zu haben. An dieser Stelle haben sich die Arbeiter in die Grube gestürzt. Aus irgendeinem absonderlichen Grund fühlten sie sich dazu veranlasst. Wisst ihr was? Ihr geht einfach vor, ich komme dann nach. Ach komm schon, wir schaffen das. Jetzt sag nicht, da unten ist dann schon ein Bossgegner. Irgendwie habe ich nämlich das Gefühl und irgendwie habe ich auch gerade kein gutes Gefühl mit... Okay. Durchsucht das Loch. Ja, immerhin, wir haben hier direkt eine Blinkstation. Entflammendes Öl, ungewöhnliche Teile und sonstiges Zeug. Ich glaube, wir sollten auch mehr mit Buff-Zeug arbeiten.
Oh, ich habe jetzt schon so ein bisschen Schiss. Weil wir doch in der letzten Zeit mehr auf die Fresse gekriegt haben. Was macht das überhaupt? Was macht ein mäßiger Prismenflakon? Ich muss mir definitiv diese Verbrauchsgüter mal ansehen. Oh, wir haben auch noch das hier bisher gar nicht geöffnet. Öl der Schmerzen. Eine Bergmannsjacke und so. Gehärtete Küsteneiserne Schildkette. Das klingt nach was für Gully. Also entflammendes Öl. Entflammt den Getroffenen mit den nächsten 5 Treffern, wodurch ihm 3 Runden lang zusätzlich nachhaltiger magischer Schaden zugefügt werden. Oh, nett. Heilungsflakon, Steinhautflakon steigert die Abwehr. Reinigung. Öl der Schmerzen fügt mit den nächsten Treffern nachhaltigen Schaden zu. Flakon der Stärke. Stellt in den nächsten paar Schlachten in jeder Runde Lebenskraft wieder her. Sehr schön. Sollten wir vielleicht jetzt schon futtern. Kleine Wiederbelebung, Mana-Flakon, Tier. Steigert die Angriffsstärke in den nächsten Schlachten um 40, macht aber sehr müde, wenn die Wirkung verflogen ist. Ganz im Ernst, es gibt jetzt eine Schlacht als nächstes. Einmal kurz hier das. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß, lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da, das würde mich sehr freuen und mir auf YouTube sehr helfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns dann den Boss dieser Höhle vornehmen. Bis dahin, Cheerio!